passiert schon einiges von den Double Doors und Katja holt sich Kjot. Mit der Shorty am Start holt sich auch noch. Spike auf A ist auch gerade niemand. Der kommt von der Cam und da ist jetzt Safe Planted. Aber da ist der Bot und der holt beide! Da war der Turret von Shoki Boy und hat sich beide geholt. Und wenn sie da einfach nur reinknallt, einfach nur da rein. Boah, und For You holt sich Curious, Razor, alle sick weggesnackt. For You? Aber die gehen mal so als geschlossene Mannschaft. Ne? Und da holt sich Shoki Boy, da holt sich Shoki Boy Razor. Da will Shoki Boy noch die anderen holen. Curious holt sich Unlimited. 2 gegen 3. Da holt sich Shoki Boy Kyodos, Kizo holt sich Shoki Boy, aber Hype ist da schon am Start. Jetzt wird Katjuscha aber frech. Jetzt wird Katjuscha richtig frech. Ja. Jetzt piekt er und holt sich Razor und holt sich Kyod und holt sich Kizo! Macht er das Ace hier? Das Triple Kill mit der Off. Kyod, der DJ holt sich Unlimited. Hype, der DJ, Hype. Razor. Alter. Katjuscha ist gut, Kizo. Kizo alleine gegen 3. Natürlich jetzt eine ganz schwere. Und For You holt sich Kizo damit. GG an die Jungs hier von V4. Die erste Runde im fünften Turnier, im fünften Slug Cup geht an V4. Ganz schnell, ganz kurz. Bracky am Start holt sich schon mal Huster. Brack holt sich Verteidiger und wird aber dann von Zerschmetterling geholt. Sick. IINF. Holt sich Scary und da ist Koro. Und dann. Oh! Sauber! Und holt sich der Schmetterling, holt sich Huster noch! Digga, da ist nur die Leiche rübergekommen. Weiß, dass wir auch kommen. Holt sich da direkt Scary. Oh, Alter. Macht ein Line raus. Holt sich Verteidiger und muss nachladen. Oh, und sie was ist ein Game. Turnier auf jeden Fall. Wird er geholt. Da konnte er den nicht mehr, den Zerschmetterling nicht mehr davon abhalten, aber hat ihn sich geholt. Barkos. Barkos. 30 seconds left. Zerschmetterling hat er sich geholt und holt sich auch noch Big Mac Bun im Werk. Sauber runtergespielt. Warten jetzt aber trotzdem geduldig. INF. Weiß, was da kommt. Da waren sie abgelenkt von dem Turret, aber da kann nur noch Stage und Cypher am Start. Da hat sich schon und da hat sich Arcos in. Jetzt passiert gleich was. Battle Team kommt da gleich rum. INF am Start. Holt sich Verteidiger. Der wollte sich den Orb holen. Holt sich der Schmetterling. Holt sich Scary. Da war beinahe ein Ace. Beinahe das Ace. Big Mac band ihn weg. Band den Ace aber weg. Ich bin gerade Falafel. Das Falafel. Er wegkommt. So, ein Zack Vader wird geholt von Seiji. Seiji wieder mit dem Blind. Wartet aber noch ab. Benutzen wir doch nicht. Weiß, dass sie da aber einfach ein Race alleine. Der Spike liegt nach wie vor. Cypher alleine. Muss den Spike holen, sonst wird es nichts, aber die lassen da auch nichts an, wenn von allen Seiten ist das Ding jetzt gemacht. Da kann er nichts machen. Da kann er nichts machen. Da wird Cypher, kann noch einen mitnehmen und wird böse einfach gemessert. Wow. Schießt da mit der Pump ein bisschen rein, aber INF steht da in der Ecke, holt sich Scary, holt sich Husa die Runde wieder an. Sehr bloll. Da hat Arcos noch die Mates mitgenommen. Himmelfahrtskommando, da steht er schon mit dem Messer ready, ey. Aber da wurde. Oh. Und da kommt Koro aber mit dem Messer, ey. Und holt sich Scary. Wieder mal. Genji Main schaut dann mit seiner Cam runter, sieht dann da auch schon jemanden. Dreamy holt sich Trapex. Dreamy holt sich gleich 3 CG Show Creepy und CG Akeno. Dreamy weiß, dass einer steht und. CG Ted. Will von Macman geholt. Dreamy holt sich noch Athimos. 4 Kills für Dreamy. Sauber gespielt. Zurück. Schießt er gleich hoch zur Jet. Die konnte ihn noch nicht holen. Holt sich die Jet. Dreamy holt sich Akeno.
Kälte. B. Alleine. Da kommt die Jet, holt sich natürlich. Jet gegen Omen, Omen holt. Ach, da oben natürlich. Schleicht sich da an ihn ran. Und holt sich Afimos. Schöne Runde. Leider. Ist sie da einfach schnell durchgelaufen. Oh. Und da holt sich Genji Main, CGT und Tribex. Nur noch die Killjoy am Start. Die wird auch noch von Genji Main geholt. Genji Main mit dem Triple Kill. Klärt die Runde. Tribex gegen Jelly. Und hat er sich Vorteil. Alter, sick. Jelly, sick gespielt. Aber Race ist auch schon ziemlich low. CGT. Ah, oh, holt sich da noch Bacardi. Rainer ist raus. Jelly holt sich Trap X. 2 gegen 1. Nur noch CGT am Start. Uiuiui. Oh. Jelly. Der hätte sitzen müssen. Jelly. Schade. Wird von Tief geholt, aber schon ready und Snickers. Holt sich hier aber Hype und For You kann sich auch noch Unlimited holen. Alter. Und holt sich auch den Shoki Boy. Ja, Snickers. Man kennt ihn einfach. Das und Obsthändler holt sich Hype, holt sich Unlimited, steht da genau richtig. Liam holt sich Shoki Boy. Die beiden halten das da ganz gut. Obsthändler holt sich For You und rastet komplett aus. Nur noch Katyusha am Start. Ich gesehen, aber war den anderen mitnehmen. Greedy hat ihn aber schon gesehen und holt ihn natürlich. Ja, damit der Buggy auf die Distanz war natürlich klar. Tür geht zu und das Obsthändler holt sich Hype, holt sich For You, kann sich auch noch Shoki Boy holen, aber wird dann von Katyusha. Aber mega. Endlich aufgehalten. In der Mitte sehen wir hier. In der Mitte trifft hier auf Katyusha. Oh shit! Nein! Da hat Unlimited leider nicht die Ult durchgekriegt. Der war böse, sonst hätte er jetzt noch was. Und da holt sich Shoki Boy auf jeden Fall Snickers und holt sich Greedy. Ey, Mod? Unlimited holt sich Obsthändler, kriegt Snickers, kriegt Liam. Katyusha holt sich Greedy. Jetzt haben sie eigentlich alles freigemacht. Und kann sich Greedy holen, kann sich Obsthändler auch noch holen, der direkt dahinter stand. Aber Snickers punisht Shoki Boy da direkt wieder. Snickers alleine jetzt gegen 2. Katyusha und Hype gegen Snickers. Kann Snickers das Ding alleine entscheiden? Leider nicht. Katyusha holt sich das Snickers. Da haben wir den Sieg. Damit haben vor 4 sich das erste Spiel heute geholt. Von Dreamy. Aber den Lockdown haben sie einfach kaputt gemacht. Und sind da jetzt auch schon auf B drauf. Alter! Hyper holt sich. Jelly war da lost. Hat mich ganz schnell gerafft, was da gerade passiert. Jelly, Bro, was war da los? Oh, Reader mit dem Bösen. Dreamy nur noch Reader am Start. Er kann noch Rack mitnehmen. Kriegt er vielleicht doch noch den einen oder anderen. Der dann noch 30 HP ist natürlich eine ganz, ganz enge Geschichte. Und da wird er von allen geholt mit der Pistole. Ja. Das war eine knappe Pistole. Reader holt sich auch noch. Holt sich Kuro, holt sich Sage, holt sich Greg. Ist das ein Ace? Reader. Ist das ein Ace? Da kommt Genji aber jetzt auch wieder in Fahrt. Holt sich INF, holt sich Greg, Hyper holt sich Seiji. Hyper wird da von Koro aber geholt. 2 gegen 4. Oh. Ja, und Dreamy und Genji machen da den Satz zu. Holen sich die dritte Runde für KYP. Wenn das mit auf jeden Fall gut pushen hier. Alter, Dreamy. Nice. Oh nein, sie haben den Chip zu gemacht. Leider nicht gereicht. Werden hier abgefangen. Alter. Und Hyper, aber nicht erwartet. Das war einer. Ja. Das ist eine ganz spannende Nummer. Die treffen auf jeden Fall gleich aufeinander. Und da kann Hyper Koro. Die Ratzfatz aber weg.
lebt aber noch. Noch ist nichts verloren. Oh, kann sich da Reader holen. Ganz böse. Sick. Boah. Seiji. Seiji. Wird aber von Dreamy dann doch zum Schluss geholt. Und Dreamy holt sich auch noch Greg. Hat er nicht. War sein Turn. Sein Turn hat Greg geholt. Ganz stabil. Ist er momentan alleine? Marcos mit der Pump holt sich drei, holt sich eventuell noch den vierten. Nein, da war Koro und dicken schneller. Was ist gerade passiert? Greg mit den Shotguns. Hat er auch den Reader erwischt? Sage holt sich Jelly, Koro holt sich Dreamy. Was Schöneres kann ja jetzt in der letzten Runde auch nicht passieren, dass noch der kleine Bruder den Großen auch noch holt. Ja, und jetzt sieht es hier ganz, ganz schlecht aus. Hyper holt sich noch Seiji, aber Koro macht da Genji dicht und Info holt sich Hyper. Damit 13 zu 5 für Chokesquad. Da rennen sie jetzt durch, wollen Arcos da eventuell holen. Greg kriegt jetzt Katyusha. INF holt Unlimited, Arcos holt For You, Arcos holt Shoki Boy, Arcos rastet komplett wieder aus. Nur noch Hype am Start. Hype mit dem Spike. Holt sich noch Greg. Aber wird da jetzt Schwierigkeiten haben, alleine gegen hier. Wird da jetzt noch ganz schön harassed von beiden Seiten und kann natürlich nichts mehr machen. Arcos hier mit der Ult. Oh, aber das Wall. Und da war keiner mehr. Aber hat den Plan zumindest gestoppt. Spike liegt 2 gegen 1, Koro wird da von Katyusha geholt. Sie committen das jetzt. Inf alleine holt sich Katyusha, holt sich Shoki Boy, holt sich Hype! Digga, drei Leute holt er sich. Heavy. Nein, und die wissen nicht, dass er da ist. Eieiei, und ist wieder gehabt und dass er wieder. Kommt auch gleich, holt sich. Hype, holt sich Unlimited, aber wird von Shoki Boy dann. Geholt. Boy, you holt sich Seiji. Greg holt sich Shoki Boy, die nehmen sich dann nichts, einer nach dem anderen, auf beiden Seiten geht down. Alter. Greg kann sich Unlimited holen. Ist aber jetzt noch ziemlich low, nur noch 33 Life. Und wird da von der Molly geholt! Von der wichtig Killjoy, Unlimited holt aber in. Seiji und Greg, Katyusha und For You und Hype und what the f***. Einer nach dem anderen ging da gerade down. Die Runde ging auf jeden Fall an Chokesquad, die haben das richtig schön runtergespielt. Sind jetzt hier zu zweit. Aber V4 hat vorhin auch schon 5 Runden hintereinander gewonnen, also so ist es nicht. Es ist nicht so, als wäre es nicht möglich. Da könnten wir das noch in die Overtime retten. Und da holt sich Arcos aber For You. Arcos holt sich Shoki Boy. Scheiße, krass. 3 gegen 3, aber Unlimited hat noch den Revive am Start. Unlimited holt sich Arcos, Unlimited holt sich INF. Ganz wichtige Runde, die lassen jetzt hier, die wollen sie nicht aufgeben. Oh. Und Katyusha holt sich Greg. Wichtig. Noch eine Runde weiter gerettet für V4. Da haben sie gekämpft. Shoki Boy, leider nichts getroffen. Wird dann noch auf den Arcos. Greg. Einer gegen 5. Das wird's jetzt gewesen sein, Chat. Sick. Krass. Außer For You haut jetzt nochmal das Game. Und Greg. Aber leider war Greg dann zur Stelle. Ja, erste Runde. Geht an Chokesquad. Aber es war spannend. Auf jeden Fall. Das war verdammt krass. Spannend. Ey. Das ist so krass. Arcos ist so krass. Arcos ist so krass. Wow. Dieser Junge. Pickt sich da Unlimited. Ist mir egal, Digga. 14 zu 0. For You. Hat hier einen geblendet endlich? Aber wird dann von Arcos. Arcos ist überall. Arcos. Die Drohnen haben sich gerade gegenseitig gesehen. Arcos hat sich Katyusha durch. Das Ding durch, da durch, die Wall durch. Oh, Seiji holt sich Unlimited. Ja, Alter. Was willst du da sagen? Boah, da kommt der Boost und er holt sich dann nach vorne einfach Shoki Boy. So kommt Nate, da kommt Smoke. For You, For You. Schön. Katyusha. Alter! Go, Katyusha! Was für ein Play. Holt euch noch die letzte Runde, Jungs. Seiji alleine? Holt euch die letzte Runde. Seiji da oben im Hooker, aber da kommt auch schon der Bot. Da kommen sie von allen Seiten. Da holen Shoki. Sie sich noch die letzte Runde in der ersten Hälfte. Golin, bis wir fertig sind. Aber es ist ja schon die zweite Runde gerade. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit, Iggy.
versucht die Drohne wegzuschießen, trifft die aber auch sonst nicht. Alter, ey! Holt sich Unlimited. Hype holt sich noch Inf, aber Seiji macht den Sack zu. Hier Ready holt sich gleich zwei, holt sich Unlimited und holt sich For You, die beide geblindet waren. Wow! Und den Orb holt er sich natürlich jetzt auch noch ganz entspannt. Da durch den TP kommt Arcos einfach vorbeigerannt und holt sich Shoki Boy, Seiji holt sich Hype. Oh, und da schon 3 gegen 3 nur noch. Da ging es ganz schnell gerade hier auch, ne? Eieiei! Oh, trifft nix! Was gerade passiert? Talk me, Daddy! Impuls, ich kann gerade Rack holt sich Shoki Boy, 2 gegen 1, nur noch Hype am Start. Hype muss das Ding jetzt alleine klären, sonst war es das vielleicht für V4. Vielleicht war das jetzt schon die letzte Runde, wenn Hype das nicht schafft. No pressure, though. Und da haben sie ihn gesehen, da ist er auch noch revealed. Da kann er nicht viel machen, Greg holt sich Hype. Ja, das war die letzte Runde in diesem Turnier. Choke Squad hat das hier brutal GG im letzten Spiel geholt. Krass. Krasse beiden Games auf jeden Fall. V4 hat trotzdem gekämpft bis zum Schluss. Falls ihr gerne mitspielen möchtet, könnt ihr unseren Discord-Channel beitreten. Ausrufezeichen Discord und dann seht ihr mehr Infos unter Sake Cup Valorant Turnier. Wie man sich dort anmeldet, alle Abläufe und Regeln. Followt, wenn ihr es mögt. Subt, wenn ihr es liebt. Schön gesagt.